Hallo? 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 Ja, Ja, hallo? schönen guten Tag. Mit dem Herrn Maulwurf spreche ich. Ne, warte, da muss ich den mal kurz holen. Einen Moment, bitte. Herr Ja. Maulwurf, kann ich jemanden bei Ihnen Telefon holen? Einen Moment, ja. Ich gebe Sie mal Herrn Maulwurf weiter, ja? Ja, perfekt. Ja, Maulwurf. Ja, schönen guten Tag. Böhnke ist mein Name vom Ja. Energieunternehmen Goldgas. Ja. Ich rufe bei Ihnen an, weil wir bei Ihnen in der Region die Gaspreise gesenkt haben. Ja. Da wollten wir Sie mal fragen, ob Sie noch bei Ihrem Grundversorger sind oder schon mal gewechselt haben. Ich glaube, ich bin noch bei den Stadtwerken. Sie sind bei den Stadtwerken. Wissen Sie Ja. denn, was Sie da so jährlich zahlen für Gas? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Wollten Sie Gas oder wollten Sie Strom wissen? Beides gerne. Kann ich mal für beides. Also meine Mathilda, die hat immer gesagt, wir zahlen 50 Euro für Strom und ein bisschen weniger fürs Gas. Ein bisschen weniger fürs Gas. Dann Ja, gucke ich an. richtig. Ich gucke mal ganz schnell hier was durch. Ja, rufen Sie von den Stadtwerken an. Nee, ich rufe von Goldgas an. Wir bieten so einen kleinen Vergleichstarif mal an, damit Sie Ach mal wissen, ob so. Sie nicht eigentlich viel zu viel zahlen. Ist das denn öfter, dass die Leute zu viel bezahlen? Wenn Sie bei Ihrem Grundversorger sind, immer. Immer? Immer. Das Das kann ich Ihnen wirklich versichern. ist ja fast schon kriminell. Der Grundversorger ist nämlich so, Sie werden in den Grundversorger so gesagt reingesetzt. Automatisch, beinahe. Das heißt, wenn Sie irgendwo hinziehen, irgendwo einziehen, kommt immer zuerst der Grundversorger zu Ihnen. Also ich bin Ohne ja. dass Sie ein anderes Angebot überhaupt mal gesehen haben. Das ist ja schrecklich. Da haben Sie meistens dann das Problem, dass jetzt, sagen wir mal, kennen Sie sich gut mit Strom und sowas aus? Nein, das ist nicht so mein Interessensgebiet. Genau das ist das nämlich, womit der Grundversorger dann sein Geld macht. Dann sagt er nämlich zu Ihnen, hier, wir haben hier ein Angebot, bam, fertig, Sie nehmen das halt an, weil Sie nicht anders können in dem Moment. Ja. Dann stehen Sie halt da und sagen, ja, schön, jetzt habe ich hier, was? Sind auch damit eigentlich zufrieden und zahlen dann einfach. So, jetzt sehe ich Ja. schon mal, bei uns können Sie im Jahr allein beim Gas 130 Euro sparen. 130 Euro. Oder, ja, 130 Euro, einfach mal so. Das ist ja, warum, wie kann das denn möglich sein? Weil wir sind nämlich ein Preisgeber, das heißt, das Produkt, was Sie kriegen, also das heißt in dem Fall Preisgeber. das Gas, beziehungsweise den Ja. Strom, den kriegen Sie immer noch Ja. von Ihrem Grundversorger. Nur wir können die Preise setzen. Sie machen quasi andere Verträge mit denen. Ja, genau das ist das. Wir kaufen halt nämlich einen Teil davon auf Ja. und sagen dann, ja, wir wollen das günstiger anbieten für unsere Kunden. Und So das können wir auch kaufen machen. Sie quasi große Mengen, kriegen das von denen günstiger und dann geben Sie das den Kunden. Genau das ist das. Das Das heißt, ist aus ein dem Grund können wir das günstig fantastisches anbieten. Konzept, muss ich ja An sich, sagen. das ist wirklich sehr einfach gehalten. Weil dann In können wir der nämlich sagen, Tat. wir bieten unseren Kunden an eine gewisse Summe. Ja. Und dann, ich biete Ihnen jetzt gerade einen Vertrag an, also ein Vertragskonzept. Das geht über 2 Jahre und auch eine 2 Jahre Preisbindung. Das heißt, Sie zahlen nie mehr als das, was ich Ihnen jetzt sagen würde. Auch wenn wir viel mehr verbrauchen. Wenn Sie mehr verbrauchen, ist es natürlich wie bei jedem so, dass Sie eine Nachzahlung kriegen. Ja. Aber selbst die sind bei uns so gering, dass Sie sich da eigentlich darüber keine Sorgen machen müssen. Ja. Das, und So, weil dann nach 2 Jahren muss man dann das kündigen oder geht das nee, dann das, dann ist der weiter? Vertrag, dann ist der Vertrag einfach vorbei. Das heißt, dann zahlen Sie einfach, dann ist der Vertrag gelaufen, kriegen Sie halt eine Meldung, dass Ihr Vertrag ausläuft. Oh. Aber Dass man der wird ganze. da benachrichtigt, nicht dass ich da, weil ich Nein, kann mir nein. viele Sachen nicht mehr so merken, nicht dass da Nein. irgendwann einfach das Licht nicht mehr angeht. Nein, sowas gibt's wirklich in Weil Deutschland nicht. wenn wir keinen Strom hier mehr haben, dass die uns dann unser Essen auch noch machen können, das wäre Nein, ja schrecklich. sowas gibt es nicht. Das kann ich mir wirklich versichern. Sowas gibt, Das das ist in ist Deutschland, sehr gut, weil das ist das in wäre ja Deutschland, sonst schrecklich. das ist in Deutschland Wir unmöglich, dass Sie wirklich ohne irgendwas da sitzen. Sind hier ja nicht in Nordkorea. Nee, weil Sie kriegen, nach diesen 2 Jahren kriegen Sie von uns nochmal wieder ein Angebot für eine Vertragsverlängerung. Ja. Das können Sie dann annehmen oder können sagen, nee, möchte ich nicht. Wenn Sie nicht Ja. möchten, müssen Sie sich halt einen anderen Versorger suchen. Ja. Mein Enkel hat neulich mal was von Strom gesagt. Hat der Sie beauftragt, sich bei mir zu melden? Nee, da rufen wir selber an, Ach so. weil wir können ja eigentlich sehen, welche Kunden noch beim Grundversorger sind.
Ja, Und ach dann haben wir so. gesagt, dann rufen wir die Leute einfach mal an, als kleinen Weckruf auch, um ihnen mal zu zeigen, Ja. was sie eigentlich zu viel zahlen. Weil ich sehe, beim Strom zahlen sie 150 € zu viel, guter Herr. Wie Das ist viel? ja 150 € im Jahr. Zu Das heißt, sie zahlen viel? insgesamt zu viel, ja. Sie zahlen eigentlich 300 €, lass mich mal auf der Zunge zergehen, 300 € zu Das viel. ist sehr viel Geld. Das sind im Jahr, im Monat 25 €. Da kann Und das ist man. immer schöner, die schön auf der Hand zu haben, 25 €. Da können sie Ja. schön, holen sie was zu essen von, was weiß ich, Ja. machen sie sich einen schönen Tag mit 300 €, Ja, bevor sie das sagen, sie ist. stopfen das irgendeinem Unternehmen da in den Hals. Ja, das ist ja eine Menge Geld, die man da quasi umsonst herausgibt. Natürlich, da haben sie das Problem, die meisten Ja. Kunden wissen das nämlich nicht. Die Da wissen nicht, wie das abläuft. ist das ja sehr wunderbar, dass Sie sich da die Zeit nehmen Perfekt. und die Leute Ja, genau informieren. das sagt Goldgar sich nämlich. Goldgar sagt sich, warum sollen wir die Kunden da im Regen stehen lassen, bevor, dann rufen wir sie einfach an. Weil es auch schöner, wenn ich jetzt mit ihnen rede, bevor sie mit einem Computer davor sitzen und nicht ganz wissen, was da jetzt richtig ist, was da falsch ist. Ja, Das war Computer schon. und ich, wir stehen sehr auf Kriegsfuß miteinander. Ja, das ist ja Weil natürlich. Und dann. mein Enkel, der hat zu Hause so ein, wie so was zum, wo man auf den Bildschirm draufdrücken kann und dass der dann Ja. erkennt, was man macht. Das habe ich dann in der Bücherei versucht und dann ist der Bildschirm runtergefallen. Seitdem Ja. will ich damit nichts mehr zu tun haben. Ne, und dann denken wir uns halt, ist doch schöner, wenn ich sie jetzt anrufe und wenn sie Ja. Fragen haben, kann ich ihnen ja sogar beantworten. Sie sprechen mit einem richtigen Menschen. Das ist Ne? super. Wie brauchen wir denn da länger für? Weil die haben jetzt dann Nein. gleich unser Mittagessen zubereitet Nein, und dann das bringen dauert die nicht das lange. aufs Zimmer. Nein, das dauert nicht lange. Das geht relativ fix. Ja, sehr Dann müsste ich gut. nur einmal zum Beispiel ihre Zählernummer wissen. Meine Dann Zählernummer. müssten Sie Unterlagen für haben, so eine Jahresabrechnung beispielsweise. Ich weiß gar nicht, wo meine Mathilda das denn hingetan hat. Steht, wenn Sie sehen können, dass ich beim Grundanbieter bin, steht die da bei Ihnen? Nein, weil das geht aus den Datenschutzgründen schon mal gar nicht. Na, das ist ja schrecklich. Jetzt muss ich mal überlegen, wo. Sie können ganz in Ruhe gucken, ich bleibe am Telefon, weil ich das, Ja, ne, meine und Frau gibt mir. hat das immer gemacht, aber die ist leider von uns gegangen und ich weiß jetzt gar nicht, wo sie das alles untergebracht hat Nee, vorher. lassen Sie Zeit, machen Sie ganz in Ruhe. Ja, Suchen Sie das einfach ganz entspannt raus. Ich hätte Sie da auch nicht. Ich bleibe gerne am Telefon. Ich habe da auch die Zeit für. Also das ist gar kein wie Problem. lang müssen Sie denn arbeiten? Ich arbeite bis heute Abend um 8 Uhr. Oh, das ist ja, haben Sie dann gerade erst angefangen? Ja, ich habe gerade erst angefangen. Das ist ja großartig. Das ist Das aber heißt, ein ich habe langer wirklich Tag, keine den Sie Zeit für da Sie. haben. Wie muss man bei Ihnen da, wenn man das macht, ist das dann ein Ausbildungsberuf, was Sie da machen? Ich kenne Nein, mich da nicht aus. nee, den Beruf kann an sich jeder machen. Da gibt es eine kleine Umschulung für, damit man Ja. auch mit seinem Gebiet vertraut ist. Ich selbst habe den Verkäufer gelernt. Ich bin im Einzelhandel ausgebildet. Ah, das hört man bei Ihnen. Manchmal Das heißt. rufen mich auch solche Leute an, da hört man schon, dass die keine Ahnung haben, was die da reden Ja, und die können das ist nicht es mal leider. Deutsch sprechen und sagen Das. dann, sie heißen Peter irgendwas. Das ist, da merkt man schon immer, dass das sehr dubios ist. Nee, Das ist immer natürlich. sehr schrecklich. Ich Also ich werde. weiß gar nicht, wo ich da jetzt suche. Ich frage mal den Rakesh. Warten Sie mal kurz. Ja, natürlich. Hast du gesehen, wo Rakesh, in welchem Zimmer der ist? Ich nehme Sie mal kurz mit den Flur herunter. Aber natürlich. Einen Moment bitte. Ich bin nicht mehr so schnell, müssen Sie wissen. Wie gesagt, gar kein Problem. Ja. Ich werde nach Stunden bezahlt. Also von mir aus ist ja ein nettes Gespräch, können wir was länger telefonieren. Ja, wenn Sie Zeit haben, weil es mir ist oft sehr langweilig, dann können wir das ja machen. Ich habe all Wie meine gesagt. Bücher hier schon zigmal gelesen, soweit das noch möglich ist, und es ist langweilig hier. Wie Manchmal gesagt. bieten die so Spiele Nachmittag an, aber das ist auch immer nur mittwochs. Ah, da ist er. Rakesh, kannst du mir mal bitte helfen? Der junge Mann, der braucht meine Zählernummer vom Strom und vom Gas. Ja, was will der denn mit Ihrer Zählernummer machen? Ja, das geht ja darum, dass man da noch sehr viel einsparen kann. Was möchten Sie denn machen, bitte? Ja, es geht ja darum, dass ich dann meinen Stromanbieter vielleicht wechseln und viel Geld sparen kann. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Ja, hier ist Solinda. Sie habe mit Herrn Maulwurf. Was möchten Sie bitte mit ihm machen?
Ja, das ist ein kleiner Tarifvergleich. Wollte einmal nur gucken, ob er nicht viel zu viel bezahlt für seinen Tarif. Wissen Sie, wo habe ich Sie angerufen? Wie bitte? Wissen Sie, wo Sie angerufen haben? Beim Herrn Maulwurf. Und das ist Seniorenresidenz hier. Wir haben einen Stromanschluss, aber nicht jeder Bewohner hat eigenen Stromanschluss. Okay, Und hat da der Herr war es. Maulwurf denn einen eigenen? Ne, der hat hier ein Zimmer bei Seniorenresidenz bei uns, bei den Hausen. Und wir haben eigenen Stromanschluss. Da können hier die Bewohner, die nur hier leben, und wir Pflege machen. Okay, ja, natürlich. Aber sie Selbstverständlich. können doch nicht die alten Leute hier Stromvertrag machen, wenn die gar keinen Strom haben. Nein, nein, wir bieten ja nur einen Tarifvergleich an. Das wäre ja gleich eh sonst rausgekommen. Für Leute, die bei Altersheim wohnen, das kann man doch nicht sowas machen. Nee, das können wir ja nicht einsehen. Jetzt können Sie die Nummer bitte rausnehmen, nicht, dass der irgendwas machen, weil der wird der alte Mann Probleme bekommen. Kein Problem. Das geht ganz Nein, schnell. ich Habe ich kann auch schon alles nicht. für dich gemacht. Nein, nein, du kannst jetzt nicht. Warte mal. Wir werden Ihnen gleich erklären. Ja, aber ich Nee, ganz. möchte bitte mit dem Mann weitersprechen. Ja, Herr Maulwurf, Sie müssen jetzt einen Moment bitte warten. Ich werde Ihnen gleich ein Bonbon geben. Sind Sie noch bei Telefon? Ja, natürlich. Und was sollen wir jetzt machen? Hat er schon einen Vertrag machen? Können Nein, wir nein, gar nichts. Cancellation Nichts. machen? Nein, gar nichts. Sehr gut. Wir haben uns nur unterhalten. Ja, in Ordnung. Dann können wir auflegen. Ja, natürlich, habe ich alles rausgenommen. Oder wollen Sie sich noch bei Herrn Maulwurf Entschuldigung machen? Nee, alles gut. Ich habe das alles fertig gemacht. Bedanke mich einmal für die Aufklärung. Schönen Fertig Tag noch. gemacht? Fertig, bekannt Vertrag fertig gemacht? Nein, 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 ihn rausgenommen aus dem System. In Ordnung, dann schönen Tag, junger Mann. Ja, wünsche ich Ihnen Auf auch. Wiederhören.